Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir jetzt, ich glaube, vor einem Jahr, Moni, haben wir uns getroffen, das erste Mal, beim Weißwurst-Essen bei uns im Sender, und haben überlegt, was könnte man denn machen. Und ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass Roland Hechter sagen, dass ihr beide hier euch ja auch auf der Bühne gefunden habt, weil du spielst ja im Vorprogramm von der Moni, dass ihr das jetzt auch übers Radio den Menschen näher bringt und eine eigene Sendung startet, nämlich jeden ersten Sonntag im Monat, wie sie heißt, dürft ihr gleich selber noch sagen, und um was es geht auch, was das Konzept der Sendung ist. Aber ich glaube, dass es ganz großartig wird, weil sowas gibt es momentan im deutschen Radio eigentlich nicht, so eine Sendung, also mir wäre keine bekannt. Und umso schöner finde ich es, dass wir es geschafft haben mit euch beiden, dass wir diese Sendung starten können am 3. September zum ersten Mal. September immer von 10 bis 12 Uhr, jeden ersten Sonntag im Monat. Jetzt gebe ich aber ab an die Moni und den Roland, und ihr dürft ein bisschen was erzählen, was ihr euch wünscht. Ja, die Sendung heißt Kultig Kaffee Schädelweh, gell? Wenn wir uns überlegt haben, ja, es ist am ersten Sonntag im Monat von 10 bis, im Monat von 10 bis um 12 Uhr. Und dann haben wir gesagt, was ist am Sonntag? Meistens heißt, wie wir haben gearbeitet, sind fertig am Schädelweh, die Leute waren nicht weg und sind alle so ein bisschen, man hat Zeit fürs Frühstück. Da haben sie auch mit der Familie, und man hört eigentlich, also meiner Erfahrung, ganz viel Radio am Sonntag. Und dann haben wir uns überlegt, wir suchen uns jetzt mal ein anderes Thema aus. Das Thema der ersten Sendung ist italienische Kulthits. Einfach weil es natürlich im September sich diesen anbietet, weil die meisten Leute aus dem Urlaub gerade kämen oder gerade vielleicht in den Urlaub fahren, die keine Kinder haben. Und Italien ist das Haupturlaubsziel der Deutschen, immer noch, glaube ich, neben Kroatien. Und es gibt einfach so großartige Italo-Hits. Teilweise, wie wir da recherchiert haben, dann hat man auch ganz viel wieder gedacht, Mensch, der war ja auch noch, und den, oh Gott, den habe ich vor 30 Jahren Backerweiher mit Wassersteckerleis haben wir den noch gehört. Und es bringt einfach so viele Erinnerungen zurück. Und Musik ist einfach so, ich glaube, jeder Mensch, ups. Ja, mit dem Sender geht es jetzt schon. Mit dem Sender geht es schon. Das ist nun der Wasser. Er ruft, dass mit der Sendung besser läuft, als mit mir. Aber zu den Lieder und zu den Künstlern gibt es natürlich eine Hintergrundinformation, wo ein bisschen auch weiß, um was das Liedl geht, wo er das Liedl gemacht hat. Und dann gibt es natürlich auch immer noch gute, wir haben also einen Katertipp, weil du einbaut, je nach Thema, einen Katertipp, weil das sehr wichtig ist. In dem Fall haben wir einen italienischen Katertipp. Dann haben wir Interviews mit Leuten, die sich sehr gut aussehen in der Szene. Italien ist natürlich auch mit Küche verbunden, darum sind wir da. Die Graziella gibt uns ein ihr bestes Spaghetti Carbonara Rezept, weil das, da gibt es so viele verschiedene Versionen. Wir wollten einfach das richtig italienische Rezept, das wir haben. Und also es gibt ein Gewinnspiel, einfach wo Leute anrufen können und Fragen zu dem, ja, zu der Thematik. Immer Italien in dem Fall. Und so gibt es immer Themen. Jeden Monat gibt es ein neues Thema sozusagen, ob das dann gewesen ist. Und dann machen wir vielleicht Filmhits und so weiter. Wir sind ständig am Überlegen, dass dieser Konzept oder dass jede Sendung was Besonderes ist, dass das so ein Rahmen ist. Und nicht nur die Kulthits miteinander gemischt, sondern wirklich danach und dann immer die Geschichten aus dem Rum und die Interviewpartner. Genau. Songs, bei denen man zum ersten Mal geschmust hat, zum Beispiel, haben wir uns überlegt. Genau. So Songs, bei denen ich mir gerne nochmal, wie es mir geht, so wenn ich im Auto kurz vor der Garage bin und ich höre einen Song, wenn wir den Song unbedingt zu Ende hören, dann fahre ich noch extra Schleifen im Auto, damit ich den Song noch hören kann. Und wo jeder so einen, ja, jeder hat bestimmt so einen Song, wo er sagt, ja, wenn der kommt, dann drehe ich noch extra Runden. Genau, also bei Musik einfach genau emotional. Genau, die Songs, die wir uns vielleicht früher auf die Schmusikassetten aufgespielt haben, selber kopiert haben, die werden wir dann auch miteinander fahren in einer Sendung. Muss ich sagen, es waren ja bei dir tausende Kassetten. Brünett, blond, rothaarig, bayerisch, international. Laut Themen. Jetzt ist etwas woanders. Jetzt ist etwas woanders. Schade, das ist ein Gigant. Und wie denkst du, wo musst du denn auftreten? Also ich sag mal so, bei dem Song, wenn ich Power of Love her von der Jennifer Rush zum Beispiel, da habe ich immer eine spezielle Möchte. Jetzt musst du mehr dazu erzählen. Nein, mach ich nicht. Was? Du machst einen Füßer und dann, das geht nicht. Doch. Da geht es vielleicht ein Werbeblock, aber dann muss es kommen. Nein, das sehen wir vielleicht bei der Sendung dann. Bei der Sendung, wenn es um das geht. Obwohl, gibt es ganz viele Kultthemen oder Filmmelodien oder die besten Western oder keine Ahnung. Es gibt so viele Themen, wo man da ein bisschen näher drauf eingekommen, aber den Song anbelangt, den Komponisten, den Interpreten, was es uns gemacht hat.
da in dem Fall, Bevitalo geht es um zwei Sachen von der Gianni, die mir alle total gern mögen, dass man da die Hintergrundinformationen kriegt. Also, dass das wo man ein bisschen eingekommen was natürlich so nicht machen kannst, wenn eine Musiksendung, wo du die Posten reinmischst. Das geht natürlich. Ja, und natürlich, wenn wir Münchner Sender sind, einmal Musiker, Bands spielen, die eigentlich so in den anderen Sendern nicht vorkommen, weil wie zum Beispiel Mundartmusik aus einem unerfindlichen, für uns unerfindlichen Grund, nicht gewünscht wird, nicht gespielt wird. Also gewünscht von den Zuhörern, glaube ich, auf jeden Fall. Also sonst gab es ja keine Veranstaltung wie die Blasswiesen. Also es hätten so Bands wie Pizzeria und Jaus. Oder es gibt ja so viele Bands, die die Mundart singen, die haben großartigen Erfolg haben. Und die hätten wir auch gern. Natürlich auch, mit Eibahn. Ja, also zum Beispiel Ösi-Hits. Da gibt es ja jede Menge. Und wir Bayern sind ja auch Fans von Ösi-Musik schon seit Jahrzehnten. Und es wird aus einem, ja, für mich nicht erklärbaren Grund nicht gespielt. Und das will man natürlich auch ein bisschen forcieren wieder stärker, weil das bei den Leuten einfach Erinnerungen wächst, glaube ich. Was können wir denn gewinnen? Zum Beispiel ein Gutschein, einen Kochkurs bei der Graziella oder der Cappuccino oder Campari, glaube ich, ist es in einer italienischen Bar. Und den Rest, eine Nacht mit dem Roland natürlich, die ältere Generation, eine Nacht mit dem Schorsch. Also da haben wir einen super Vertrag mit Viagra abgeschlossen. Das ist die Art Blau. Technik, lasst ihr das machen oder macht ihr das selber? Also, wenn ich das machen darf, käme die Sendung nie zustande. Okay. Das ist auf alle Fälle. Ich war schon total hysterisch, weil ich erfahren habe, dass man da gar nicht ein Getränk mit in den Senderaum nehmen darf. Das ist hart. Bei mir kurz, aber ich schütte mal. Ich muss sagen, dass die super Leute sind, die uns da unterstützen. Ja. Also und am Sonntag um 10 Uhr in der Früh sind wir ja noch nicht fähig, dass man das, ich will mir das ja gar nicht drauf schaffen. Wenn Leute da sind, die das besser können.